Mary, Mary im Spiegel. Ich darf es kein drittes Mal sagen, sonst kommt sie raus und dann holt sie uns. Oh nein, Lea, was wird das hier heute? Ich weiß nicht, warum ich mich dazu bereit erklärt habe. Freunde, erstmal hi und willkommen zu dieser neuen Folge Roblox. Und damit willkommen zu Lea und Izzy. Besuchen das Kino und schauen sich gruselige Horrorgeschichten an. Heute schauen wir uns an, was Mary im Spiegel so macht und wie sie in den Spiegel gekommen ist und was passiert, wenn sie aus dem Spiegel rauskommt. Ich bin super gespannt. Ich habe noch nie das von einem Spiegel gesagt. Ich weiß nicht, Lia, hast du das schon mal gemacht? Vor einem Spiegel dich hingestellt und ja, hallo erstmal auch. Sie hat Hallo geschrieben. Ja gut, alles klar. Gut, dann wollen wir erstmal reingehen. Hier ist der Kinosaal. Tickets haben wir natürlich gekauft. Checkt auf jeden Fall auch die anderen Gruselgeschichten auf, die wir schon geguckt haben. Wir haben so einiges geguckt. Ich habe gehört, das hier soll heute die gruseligste Geschichte von allen sein. Das ist auch erstmal die letzte, die wir spielen, weil es gibt keine anderen mehr. Vielleicht finden wir ja welche. Okay, es geht los. Candace hat ihre besten Freunde zu einer Übernachtungsparty eingeladen. Das ist ja fast wie bei Lia und mir manchmal. Die Mädchen waren alle richtig glücklich. Nachdem Candace ihre Freunde gefragt hatte, wer möchte eine Gruselgeschichte hören, haben sie alle ihre Hände gehoben. Okay, das heißt, das Mädchen ist Candace, die erzählt. Und die anderen, die hören zu bei der Gruselgeschichte. Was sagst du dazu, Lia? Ha? Hier vorne ist... Oh nein, hier vorne ist der Spiegel. Okay, traust du dich, Lia? Traust du dich? Du traust dich nicht? Ich trau mich auch nicht. Ich bin ja nicht wahnsinnig hier. Okay, Leute. Also, das ist eine richtig gruselige Geschichte, die ich euch jetzt erzählen werde. Die Mädchen waren alle super aufgeregt und warteten darauf, dass Candace anfing zu erzählen. Und das tat sie dann auch. Es war einmal eine Kräuterhexe namens Mary Whitford, die in einem tiefen Wald lebte. Warte, Lia, ist das Mary? Die war eine Kräutersammlerin? Mary war eine wunderschöne Frau, die eine wirklich ja, mächtige Heilerin geworden ist. Und mit ihren Tränken aus ganz vielen Kräutern und sowas konnte sie Leute von ihren Krankheiten heilen. Und sie war die beste Heilerin, die man überhaupt kannte. Das wusste ich gar nicht, dass Mary eine Heilerin war. Eigentlich sieht die ganz nett aus. Ich frage mich, was mit ihr passiert. Jeder hat immer Marys Schönheit bewundert und die Männer haben ihr immer Komplimente. Was? Hä? Boah, ist das gruselig? Warte, was ist jetzt gruselig, Lia? Die Geschichte hat doch gerade erst angefangen. Es ist noch gar nicht gruselig. Also, die Männerwelt hat Mary immer viele Komplimente gemacht. Und Mary war aber mehr daran interessiert, ihre Medizin zu machen, anstatt verheiratet zu werden. Okay. Ja, Lia, mach dir nicht ins Hemd, ja? Das wird schon, alles klar. Aber eines Tages, als Mary draußen im Wald war, um Pilze zu sammeln, fiel sie über einen Holzpflock und fiel mit dem Gesicht voran in eine Bärenfalle. Oh mein Gott. Alter, Lia, was ist denn jetzt los? Ist ja furchtbar. Oh nein. Was ist jetzt mit... Aua. Ja. Aua, kannst du wohl laut sagen. Das tat bestimmt weh. Mary hat es geschafft, die Falle von ihrem Gesicht zu kratzen. Aber sie hatte ganz schlimme Narben. Also versuchte sie ein ganzes Jahr lang, ihre Narben mit Kräutermedizin zu heilen. Oh, das sieht nicht gut aus. Aber nichts hat funktioniert. Was hat sie ge... Warum hat sie da so ein Tuch im Gesicht? Also hat sie sich entschlossen, ihr Gesicht mit einem Tuch zu verdecken und sie fing wieder an, Leute zu behandeln. Kann sie die denn behandeln, wenn sie die nicht mal sehen kann? Okay, Mary ist scheinbar eine gute Hexe. Jeder fragte Mary, was im letzten Jahr geschehen ist und warum sie sich nicht hat blicken lassen und warum sie jetzt so ein komisches Tuch über dem Gesicht trug. Sie sagte ihnen, dass sie einfach nur Zeit brauchte, um weiter Kräuterkunde zu studieren und dass ihre Augen etwas lichtempfindlich geworden waren. Dann eines Tages kam ein Lord namens Harlan. Harlan war einer der Männer, die um Marys Hand anhalten wollten und das tat er jetzt und er fragte Mary, ob sie ihn heiraten wollen würde. Was? Er gab ihr einen großen Rubinring und er versprach ihr, sich immer um sie zu kümmern. Aber Mary war das Geld egal. Wie auch immer. Sie fand Lord Harlan tatsächlich gut aussehend und charmant. Außerdem war er auch intelligent und süß. Und sie sagte ihm, dass sie ihn so akzeptieren würde, wenn er sie so akzeptieren würde, wie sie war. Und dass sie ihn dann heiraten würde. Das ist doch gut. Meinst du, die werden heiraten, Lia? Was denkst du? Ich hoffe ja. Ich wünsche Mary alles Glück. Und das ist der Ring. Der sieht echt gut aus, oder? Ich glaube, das wird was.
Der Ring ist schön, ja. Ja, du wirst ihn schon wieder stehlen. Ich sehe dir das doch an. Oh, Lia. Also, Lord Haaland war richtig, richtig aufgeregt. Und er ging zu Mary und sagte zu ihr, ich werde dich so akzeptieren, wie du bist. Will you marry me? Und Mary antwortete, ja, Lord Haaland, ich werde dich heiraten. Yay, sie werden heiraten. Oh mein Gott. Okay, Mary wusste, dass Lord Haaland ein ehrenwerter Mann war, der sein Wort halten würde. Und so wusste sie einfach, dass er sie so akzeptieren würde, wie sie jetzt aussah, auch nach ihrem Unfall. Okay, ich bin so gespannt, wie es weitergeht. Mary streckte ihre Hand aus und Lord Haaland streifte ihr den Ring über. Ja, was machst du auf dem Pferd? Ja, alles klar. Wir kommen ein bisschen von der Geschichte ab, glaube ich. Bisher geht's eigentlich, ist noch gar nicht so gruselig. Sie sahen einander an und Lord Haaland nahm seine Hand, um ihr das Tuch vom Gesicht zu streichen und sie zu küssen. Sobald das Tuch von ihrem Gesicht ab war, da war Lord Haaland erschrocken und sein Lächeln ist ihm vergangen. Er fragte, was ist mit dir passiert, Mary? Du siehst aus wie ein Monster. Er schrie ganz laut. Genau in diesem Moment war Marys Herz gebrochen in tausende Scherben und Lord Haaland rann weg von Marys Haus und schrie ganz laut, Hexe! Mary Wisford ist eine Hexe! Die Arme, ja, oder? Voll gemein von ihm. Vor allem zu behaupten, dass sie eine Hexe ist. Das stimmt überhaupt nicht. Das Wort verbreitete sich in der Stadt, dass Mary Wisford eine Hexe geworden wäre und dunkle Magie praktizieren würde, was überhaupt nicht stimmte. Die Leute von der Stadt kamen aus dem Dorf und besuchten Mary im Wald. Sie kamen zu ihrer kleinen Hütte und traten die Tür ein. Alter, die sehen aber sauer aus. Das ist ja gar nicht nett. Sie zerrten sie aus ihrer Hütte und rissen ihr das Tuch vom Gesicht. Sie schrien, als sie Marys Gesicht sahen und fingen an, sie auszulachen. Voll gemein. Und dann fingen sie an, einen Reim für sie zu machen. Mary, Mary, eins so hübsch, Mary, Mary, jetzt so hässlich. Mary saß auf dem Boden und hörte zu, während ihr Haus im Hintergrund verbrannte. Danach zog Mary tiefer in den Wald hinein. Boah, voll gruselig. Und sie lebte in einer kleinen Hütte aus Gras und Schlamm. Sie war so verärgert darüber, wie schrecklich sie behandelt wurde, dass sie ihre Zeit damit verbrachte, echte Hexerei zu studieren, um die Leute für immer zu verfluchen. Ja, jetzt wird's gruselig, Lia. Das hast du richtig erkannt. Jetzt wird's endlich gruselig. Oh Mann. Sie schrieb auf einen Zettel und hang ihn überall aus, dass sie die Leute verfluchen würde. Die hat sie in alle Städte gehangen, scheinbar. Dieser Fluch würde jeden in ein hässliches Monster verwandeln, wenn sie den Reim über Mary aufsagen würden. Oh mein Gott. Okay. Schnell weiter. Und wenn du den Namen von Mary dreimal vor einem Spiegel in einem dunklen Raum wiederholst, dann wird sie im Spiegel erscheinen und etwas Furchtbares wird passieren. Oh, Lia, weiter, 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 weiter. Buh, sagte Candace. Und die Mädchen haben alle geschrien. Oh mein Gott, die haben alle voll Angst. Aber verständlich. Oh, echt schlimm. Das war die Geschichte von Mary Whitford. Die Mädchen sprangen auf und klatschten. Und sie waren sich alle einig, dass das eine sehr, sehr gruselige, aber auch sehr, sehr traurige Geschichte war. Lia, nein. Nein, Lia, Mary. Lia, lass das. Lass das. Lass das, komm mit. Nein, das machst du nicht. Nein, oh mein Gott. Wehe. Dann hob Tara ihre Hand. Ah, das ist Tara hier. Und sagte und fragte, ob sie sich zusammentrauen würde, vor dem Spiegel den Namen von Mary dreimal zu sagen. Und alle sagten nein, auf gar keinen Fall. Aber nach einer kleinen Diskussion wollten sie es tun. Oh nein, das tun sie nicht, oder? Die Mädchen machten ein paar Kerzen an und machten das Licht aus. Sie stellten sich zusammen vor den Spiegel und sagten den Namen Mary Whitford dreimal und warteten. Aber warte mal. Die haben ja alle ihre Augen zu, bis auf Candace. Was passiert denn jetzt? Oh oh, Alia, oh oh. Dann plötzlich kam ein gruseliges Gesicht im Spiegel hervor und Candace fing an zu schreien. Aber niemand anderes konnte das Gesicht sehen. Oh oh.
Ja, weil sie ihre Augen offen hatte. Sie fragte ihre Freunde, ob sie auch das Gesicht sehen würden, aber sie sagten alle nein. Sie machten dann schnell das Licht an und gaben zu, dass sie alle die Augen zu hatten, als sie vorm Spiegel standen. Zwei lange Arme kamen aus dem Spiegel und griffen nach Candace und zogen sie rein in den Spiegel. Oh no, was? Nun konnten die Mädchen Candace im Spiegel sehen, die zu ihnen zurückguckte. Und Candace sah aus wie ein Monster. Und Mary ist mit ihr da drin. Ja, ich hab dir gesagt, du darfst das nicht sagen. Komm schnell weiter. Sie ist nun für immer im Spiegel gefangen, sagte Mary Whitford und schrie die Mädchen an. Sie guckte die Mädchen grausam an und ließ noch einen letzten furchtbaren Schrei hören, bis sie mit Candace für immer verschwand. Niemand hat Candace seit diesem Tag je wieder gesehen. Wenn du den Namen von Mary dreimal vor dem Spiegel sagst, nein, tu's nicht, tu's nicht! Lia, nein, nein! Lia, komm! Nein, tu's nicht! Nein, da ist sie! Hilfe! Schnell raus hier! Junge, was war das für eine gruselige Geschichte hier gerade? Please! Wir haben's geschafft! Sowas tue ich mir nie wieder an, Lia, wirklich nicht. Freunde, das war's hier mit unserer Gruselgeschichte im Kino. Checkt die anderen Stories aus, die Lia und ich hier zusammen gespielt haben. Einfach Easy Lia Kino eingeben, dann findet ihr das Ganze. Wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Bis dahin, euch allen noch einen wunderschönen Tag und hasta la pasta!